Hallo, moin, willkommen zurück hier. Wir sind wieder auf der nordfriesischen Marsch unterwegs und ja, sammeln ein bisschen Stroh ein hier von unserem ersten Rapsfeld. Da sind wir kräftig bei. Da vorne fahren auch noch die Drescher, Abfahrer. Alles ist irgendwo am Arbeiten hier und ja, gucken wir mal. Dass wir hier möglichst schnell das Zeug einmal runterbekommen, weil es ist immer noch Regen angesagt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Also da müssen wir uns ranhalten, dass wir hier alles irgendwie wegbekommen. So, wir bringen das dann erstmal noch zum... Fahren wir zum Komposter und ne, wir fahren, glaube ich, gleich direkt verkaufen. Da müssen wir mal gucken, während der da weiterfährt. Stroh. 63 beim Tierbedarfshandel. Dann machen wir das so. Dann machen wir hier den Tierbedarfshandel. Weil das Hin- und Zurückfahren, das kann ruhig Autodrive übernehmen. Dann haben wir in der Zwischenzeit Zeit für andere Sachen. Achso, das ist der Kollege, der die Paletten vom... Fischer, glaube ich, waren das, die letzten noch zum Hof gebracht hat. Der ist angekommen. Perfekt. Muss mal gucken. Ich sehe, wir haben zwei Missionen offen. Da müssen wir mal gucken, was das noch ist. Ernten und Ernten. Okay. Das können wir dann irgendwann mal machen. So, Gärreste. Gärreste von der BGA. Das sind noch 177.000. Dann mach mal. Ja, hier unsere Raffinerie. Die läuft ja jetzt inzwischen. Hier, na guck mal, das sieht auch gut aus. Genau, er fährt Silage hier, unser Drescher. Haben wir noch irgendwas jetzt aktuell Wichtiges zu tun eigentlich? Lass uns erstmal jetzt auf unsere Felder gucken. Wir haben hier erntereif, wir haben da erntereif. Und wir haben hier erntereif. Also wir haben noch drei Felder, die geerntet werden müssen. Genau, wir wollten Geld, genau so war das. Wir wollten ja Geld zusammenbekommen, um die beiden Felder hier zu kaufen. Das heißt, das sind 1,5 Millionen und ja, wir brauchen 2 Millionen Euro. Wir brauchen 2 Millionen Euro. Heringe. Verkaufen wir Fisch. Gucken wir mal, was wir für Heringe bekommen würden. Muscheln. Heringe. 9,73 als Bestpreis. Und wir sind bei 8,92. Aldi. Gut, das könnte man machen. Hier, Krabben sind auch bei Aldi. Ja, da fehlt halt noch einiges an Geld. Also es wäre alles drei bei Aldi. Aber bis Januar können wir nicht warten. Nee. Komm, wir verkaufen den Fisch. Wir verkaufen den ganzen Fisch. So,
So, Heringe, Hummer. Oh, ja genau, Krabben. Und Scholle. Dann bringen wir das alles zu Aldi rüber. In der Hoffnung, dass wir da gutes Geld bekommen. So, gucken wir mal, ob da noch was. Hallo? Was ist mit dir los? Hallo? So. Gucken wir noch mal. Heringe sind noch nicht alle raus. So, Hummer haben wir auch noch eine Palette. Und ein bisschen Scholle. Dann war's das aber. So, Aldi. Ab zu Aldi. Ja, gucken wir mal, was wir dabei was dabei rumkommt. Ja, es ist halt die Lavendelfelder. Oh, wieso? Warte mal, da müssen wir mal kurz. Kollege, kannst auch hier fahren. Guck mal. Das sollte besser gehen. Ja, wir müssen Geld machen. Wie gesagt, wir brauchen die 2 Millionen für die beiden Felder und rein theoretisch brauchen wir dann auch noch das Geld für die Ölmühle. Gar nicht so einfach, gar nicht so einfach. Gut, wir können ja immer noch, das ist nee, hier nicht ganz klar, wenn es sein müsste, Kredit aufnehmen. Aber das will ich ja eigentlich nicht mehr machen. So, aber irgendwie lädt er das Stroh auch nicht ab. Da muss ich, glaube ich, gleich auch noch mal hingucken. Ja, dann machen wir das mal so. Komm, dann lassen wir den mal kurz hier weiterfahren. Dann machen wir mal hier kurz einmal Stroh leer. Das gibt ja auch ein paar Euros. Zwar nicht viel, aber ja. Lieber ein bisschen was als gar nichts. Oh ja, 12.000. So, wo ist jetzt mein LKW? LKW. Da ist er. So. Weiter geht's zu Aldi. Ach, hier wäre auch noch ein Lavendelfeld. Hier müssen wir rein. So, jetzt war das, glaube ich, irgendwo hier hinterm Haus, ne? Nicht mehr so, wie es
Früher war, genau, hier müssen wir hin. Ja, Geld kommt schon. Und das ist nicht wenig. Das ist wirklich nicht wenig. So, Paletten abladen. Der fährt dann gleich wieder zum Hof zurück. Ist der in welche Richtung? Doch, der fährt hier wieder raus. Da können wir da direkt. Na komm, wir sind schon bei einer Million. Okay. Also den halben Weg zu den beiden Feldern haben wir schon. Fünfhundertvierundvierzigtausend. So, du kommst hier rum. So, dann machen wir direkt hier weiter. Ja, die Ernte da ist auch schon gut vorangeschritten. Das ist gar nicht so verkehrt. So, dann werden wir mal hier wieder weiter sammeln. Na gut, da müssen wir noch mal so ein kurzes Stück da drüben gleich machen. So, komm, Tempomat rein. Das Problem ist halt, dass wir jetzt nicht mehr wirklich viele Sachen aktuell haben, die wir jetzt so spontan verkaufen könnten. Ja, und die Ölmühle müssen wir ja auch nicht unbedingt gleich kaufen. Wichtig sind die beiden Felder. Wenn die im nächsten Monat erntereif werden, müssen wir die vorher kaufen. Also die müssen wir eigentlich noch im Juli kaufen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das heißt, wir müssten schauen, was wir an Missionen haben und müssen zur Not Missionen durchballern. Ja. Da müssen wir gleich mal schauen. So, ich lasse den jetzt aber zur Gärtnerei fahren, weil das näher ist und er da, denke ich mal, auch auf jeden Fall abladen kann. Dann müssen wir uns nicht mehr, ist nicht ganz so viel drum kümmern gleich. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Ja, wie gesagt, wir haben zwei Erntemissionen, die wir dann irgendwann nach unseren eigenen Feldern machen können. Dann starten wir jetzt mal, wenn der jetzt gleich hier wegfährt. Ja, Heu, Silage, egal was. Egal was, vielleicht grubbern, pflügen, alles was geht, müssen wir jetzt machen. So, dann lassen wir den mal los und dann schauen wir mal. Es werden vermutlich eh nur Ballenmissionen da sein.
Ballen, Ballen, Ballen und Ernten. 38, 40, 101. Silageballen zur BGA Nord von der 45. Da sehe ich mich doch. Und vor allem sehe ich mich mit dem da und der passenden Ballenpresse dazu. Das heißt, wir brauchen da gar nicht groß viele Fahrzeuge. Hallo LKW. So, 45. Ja, und dann kann der eigentlich abholen und liefern. Von der 45 zur BGA Nord. Da machen wir auch Anlieferung lose und das sind Rundballen, die kleinen. Da kann der nämlich dann gleich sammeln gehen. So, hier wird BGA gefahren, das ist gut. Wir können aber mal schauen, was denn unsere Raffinerie schon so produziert hat. Oliven, Pellet, Diesel, 6200 Liter. Sehr gut. Und 3,5 Schweinefutter. Oh, gut. Ups. So. Naja, hier wird wieder Raps weggefahren. Oh, der Drescher ist fertig. Der Drescher ist fertig. Da kann der gleich aufs nächste Feld rüber. Das ist dann die 37. So, Feld. Ups, 37. Da fahren wir einfach mal schnell so rüber. Ja, guck mal, der Ladewagen ist auch schon wieder da. Aber ich glaube, dem werden wir jetzt auch einfach einen CP-Kurs hier geben. Dann kann der hier auch einfach einmal das durchrattern. So, dann machen wir hier einmal. So. Den Drescher aufklappen. Fahren wir ein paar Meter hier rein und dann sagen wir drei Vorgewende. Ja, das passt alles. Dann beginnst du am ersten Wegpunkt. Und wir genau machen hier einmal weiter. Der fährt dann zwar jetzt erstmal ein bisschen in der Leere rum, aber das ist auch egal. Wir machen den ein bisschen schmaler, wie er eigentlich ist. Weiches Vorgewende, ja. So, dann machen wir das, dann machen wir das. So. Die Abfahrer, du, warte mal. Du musst dann auch auf die 37. Und der genauso. Aber ich würde sagen, den schicken wir erstmal wegfahren. So, hier wird fleißig Silage gefahren. Das ist sehr gut. Ah ja, der Big M ist da. So. Dann machen wir
Ja, doch, der hat Schwattablage an, das passt. So, drei. Machen wir mal fünf Vorgewende. Wir fangen auf den Bahnen an, das passt. Koppeln an, erster Wegpunkt. Ja, dann viel Spaß. So, und ja, liebe Leute, ihr wollt's nicht glauben, wir sind schon wieder durch für heute. Morgen geht's dann weiter. Ja, dann gucken wir mal, wie weit wir hier mit unserer Ernte kommen. Also, schaut rein, habt Spaß mit uns, mit mir. Ja, bis dann. Ciao.